Also wir werden über 4 Tage die Situation haben, dass ARD und ZDF übertragen werden. Das heißt, wir werden eine enorme mediale Reichweite mit den Finals erreichen. Es werden Sportarten hier präsentiert, die nicht immer im Fokus stehen. Aber wir präsentieren ganz bewusst auch mal Sportarten, die dann nicht nur Fußball heißen. Beim Thema Fußball ist das Publikum häufig mit der Sportart gealtert. Insofern freue ich mich darauf, dass wir mit 3x3 Basketball, aber auch anderen Sportarten die jüngeren Zielgruppen auch ansprechen können. Und die Sportstadt Düsseldorf ist vielfältig. Wir haben uns immer Gedanken darüber gemacht, wie wir diese Vielfalt abbilden. Insofern passen die Finals hervorragend zu Düsseldorf. Die Sportstadt Düsseldorf lebt von der Vielfalt der Sportarten, die in Düsseldorf betrieben werden. Und wir haben Sportarten, die sind sehr lange dabei, die sind sehr bodenständig, wie Taekwondo. Es gibt Sportarten, die sind sehr jung, wie 3x3 Basketball, und wir haben Sportstätten, die viele Sportarten auffangen. Für die neueren, jüngeren bauen wir auch urbane Plätze aus, und man kann 3x3 Basketball am Burgplatz sehen, und ich glaube, da ist einfach für jeden was dabei, der das sehen will, und wir freuen uns sehr darüber, dass wir Austragungsort der deutschen Meisterschaften sind.